Ja, bei uns vor unserem Wohnzimmerfenster konnten wir den Aufbau eines Lagers betrachten. Wie der Lagerbaracken aufgebaut wurden und da wurden Polen, Russen und alle möglichen Landsleute, die in Gefangenschaft gerieten, bei uns wurden dort beschäftigt, weil das Ausbesserungswerk der Eisenbahn dort eigentlich auch wieder Leute brauchte, die ja Reparaturen Eisenbahnwerk machen mussten. Und was haben Sie da gesehen? Also wie wurden die Leute behandelt? Können Sie sich an irgendeine Sache noch erinnern? Wir haben einen Russen haben wir später mal oder in den Jahren mitgenommen und haben ihn ein bisschen verpflegt, der im Garten bei uns umgraben durfte und jedenfalls helfen durfte. Und er war natürlich sehr glücklich. Und für uns war das in dem Alter, war ich eigentlich noch sehr Hitlerbezogen, sage ich mal jetzt. Man wurde einfach so erzogen. Das waren bei uns Untermenschen zunächst, was später dann hinterher unmöglich war, weiterzudenken, sag ich mal.